ich bin jetzt in der Fahrschule. Papa! Du kommst mir recht. Ich so putze nur mein Auto. Das ist, weil es ausgesehen hat, das, so kann man nicht im Dorf hier rumfahren. Das ist ja unmöglich. Das ist das erste und das letzte Mal, dass ich das gewaschen habe. Da kannst du sicher sein. So schlimm war es doch gar nicht. Das war viel schlimmer, als du denkst. Und jetzt erklärst du mir, wo das Loch herkommt. Da hat jemand dran gefallen. Da kann ich nichts für. Das ist jetzt einigermaßen in Ordnung. Die Kratzer kann man nicht mehr rausmachen. Aber sauber ist es. Und so bleibt's. Ja. Ein für alle Mal. Okay? Ja. Gut. Hallo. Hi, können wir fahren? Hallo. Ja, wir fahren gleich. Ich bin jetzt in der Fahrschule und mache meinen Führerschein und ich brauche ja irgendwie auch noch so Praxis. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich lasse dich mal fahren. Hast du einen Schlüssel? Ja, na klar. Schande, das ist kein englisches Auto, du musst auf die Seite. Ausgerechnet an diesem Tag muss mein Papa natürlich mein Auto putzen. Er soll das ja nicht mitbekommen, dass ich die Shanti fahren lasse, weil es ja verboten ist. Andere Seite. Aber du hast so gesagt, nein. Wechseln wir dann für das Geld, wechseln wir dann, ja. Und mein Papa hat so verdutzt geguckt, aber hat nichts gecheckt. Anfänger. Ciao. Fahren jetzt gleich auf so einen Feldweg. Ich fahre jetzt da vorne rechts und dann kannst du gleich am Berg anfahren. Was? Ja, ich zeig dir dann, wie das geht. Hauptsache, du setzt es nicht in den Graben. Ich meine, ich bin ja schon mal zweimal, dreimal, viermal gefahren. Du weißt aber schon, wo Kupplung, Bremse und Gas ist. Und jetzt bist du dran. Okay. Bist du doof? Kupplung drücken. Hab ich da. Da ist immer noch das Zeichen. Ah. Ja. Ha. Ja. Okay, nochmal. Das stimmt bestimmt irgendwas nicht. Nee, das ist alles in Ordnung. Yeah! Fahr mal ein bisschen links. Mann, findest du es toll? Oh ja, ich nehm's einfach mit nach Hause. Ja, nee. Du, Anna. Oh nee, Steffi, bitte. Steffi, ich hasse das. Fahr mal ein bisschen links und fahr nicht so schnell. Die Scheiße. Nein, jetzt lass Steffi. Die Scheiße. Mann, Shanti! Na, Scheiße. Links hier. Fahr langsam. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab Angst. Ich find's gerade gar nicht lustig. Ich auch nicht. Was machen wir hier? Ich steig hier. Mama, jetzt versuch mal die Tür aufzumachen. Okay. Ich wusste, dass das passiert. Das kriegen wir nicht alleine hin. Das bricht noch eine Achse. Der kann Papa nicht anrufen. Der flippt aus. Heiko? Der flippt genauso aus. Oh Gott, Steffi. Komm, wir versuchen das jetzt rauszuziehen. Wenn du Motor anmachst und ich schieb raus? Ja, gut. Schieb mir, mach mir Gas! Schieb! Ja, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Mit deiner Mama können wir nicht anrufen. Nee, du kennst doch 1000 Leute. Ich weiß es, Steffi. Rockrotten von 9mm Assi Rock. 9mm Assi Rock sind eine Metalband, die auch hier aus dem Umkreis kommt. Und die Jungs sind einfach total lustig drauf. Ja, so langsam. Was ist denn hier aus? Alter, nee. Hallo. Kommt mir bloß nicht so nahe. Es sieht hier aus, aber... Hey, das hat ja geklappt, Kerle. Hey! Ja, sag mal, Steffi, jetzt sehe ich aus wie Schwein. Ja? Du machst Schweinerock, ja? Das sollte aber nicht so sein. Also, Mädels, macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Au! So macht Abschleppen Spaß. Mann, das kann doch jedem mal passieren. Hm? Bist du ja auch gegen den Zaun gefahren? Da gibt's Wasser. Gib mal, ich will auch mal. Hallo?
Stefanie, warte mal, Stefanie. Was ist hier passiert? Und er weiß bis heute nicht, was passiert ist. Ich glaube, bei der Steffi wird es keine Nachhilfestunde mehr für mich geben. Schwanz.